hallo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist und Robin Hood mit mir spielen willst, beziehungsweise mir zugucken willst. Ich bin dein Fisch da und hab jetzt die Ehre, das Spiel weiter zum Spielen und du darfst mir einfach wieder dabei zugucken. Wir befinden uns nach wie vor in Derby und müssen da die ganze Burg voll einnehmen. Und genau das machen wir jetzt mit P.T. Fischer, weil P.T. Fischer, der geht halt voll ab. Das Problem ist, dass unten gleich die ganze Leiche wieder aufwacht wird, genau wie der Ober. Es gibt Prügel. Ja, hau dich nur aus. Ja, die wachen jetzt da unten alle wieder auf. Das heißt, wenn wir nachher unsere Hütte unter verlassen wollen, dann müssen wir... Der ist hingefallen. Alle Bewegung! Na, kommt der Schädel? Bleib auf der Stelle stehen, du Wurm! Es gibt Prügel. So. Zurück auf deinen Posten! Alles in Ordnung. Es gibt Prügel. Keine Bewegung! Ich bin nicht zu erkennen! Bleib stehen, Feigling! Er bietet Prügel! Ich seh dich! Na, brummt der Schädel! Bleib tot sein! Auf der Stelle stehen, du Wurm! Keine Bewegung! Zurück auf deinen Posten! Und du willst ein Krieger sein! Der Galgen wird... Der ist hingefallen! Los, steh auf! Es gibt Prügel. So lob ich's. So, da haben wir schon mal einige ausgeschaltet. Und ich habe gerade völlig vergessen, dass ich an die schwätzen sollte. Aber was soll's. Was? Es gibt Prügel. Ich Bande von Unfähigen. Der hat machst du was? Der da ist hingefallen. Keine Bewegung. Es gibt Prügel. Es gibt Prügel. Ich seh dich. Ich Bande von Unfähigen. Da unten laufen schon wieder alle rum. Das ist natürlich schade. Aber was soll's. Keine Bewegung! Keine Bewegung! Komm, Montesto, ein Meister! Wer da? Zeigt euch! Zu Hilfe! Komm, Montesto, ein Morgenstern! Komm, Montesto, mein Morgenstern! So. Und du, Kollege? Das ist jetzt das Ding hier. Alles du kannst schon Schnitzel komm essen. Und teste meinen Morgenstern. Ich bande von Unfähigen. Und der rennt jetzt dann auf. Komm und teste meinen Morgenstern. Mit dem Kämpfer. Oda! Keine Bewegung! Keine Bewegung! Hörst du jetzt aufzulaufen? Und teste meinen Morgenstern. Und Schnabel! Komm und teste meinen Morgenstern. Der Galgen wird dein Tod sein. Und du willst ein Krieger sein! So, machst du mal alle platt, bitte. Gut. Möchtest du ihn speichern, solange es noch geht? Da kommen wir nicht rein. Ich befürchte, dass der gleich ganze Meute rauskommen wird. Ach nee, oh. Dort unten. Nun gut. Dann sollen wir deckige Dingkämpfe. Komm und teste meinen Morgenstern. Nicht schlecht. Au! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nun gut, ich höre auf. Besser so. Komm, auf den können wir zu pfeifen, bevor der wiederkommt noch. Der kann noch kämpfen, oder? Ja.
Das wird so schnell den Glück schlagen. Keine Bewegung! Wer da? Zu Hilfe! Oh. Komm, schlag ihn! Steh auf! So. Und du, kannst du das aufbrechen? Nein, nee, nein, das nicht. Geht nicht! Dann Lady und Robin, bitte auch darauf kommen. Unbemerkt, jawohl. Bin schnell weg da, Hanna. Weil da wacht gleich die ganze Leute auf. Gut. Henry, erstmal den heile. Lady, erstmal den heile. So ist es besser. So ist es besser. Gut, dann haben wir eigentlich eine gute Ausgangssituation. Und die nutzen wir natürlich. P.T. Fischer. Halt, Bettler! Es gibt Prügel. Na, brummt der Schädel? Keine Bewegung! Und dann geht's darüber. Komm zurück! Es gibt Prügel. Achtung! Na, brummt der Schädel? Halt, Bettler! Die ja, werde ich euch zeigen! Keine Bewegung! Und teste meinen Morgen! Ehrloser! Mongal! Lass dich nicht lachen! Zum Angriff! Alles in Ordnung! Was macht er da? Komm, schlag dich weg! Alles in Ordnung? War das alles? Ja, das könnte echt besser laufen. So, also erstmal BT. Du machst bitte den Blatt. Halt, Bettler! Hier, aufgelimmertet. Danuf. Ich lasse euch in Frieden. Dir werde ich's zeigen. Bleib stehen, Feigling! Dir werde ich's zeigen! Was war das? Nicht schlecht! Wer da? Zeigt euch! Lächerlich. Petey, hier. Halt, Bettler. Ihr alle, da. Ich lasse euch in Frieden. Außer du, Geschwind zurück. Zum Angriff! Gebt euch zu erkennen. Zeigt, was ihr könnt. Komm, was hält das noch? Ich lasse euch in Frieden. Bleibt stehen, Feigling. Nicht schlecht. Orga. Nicht schlecht. Keine Bewegung. Nicht schlecht. Zeigt, was ihr könnt! Hängst du an deinem Kopf? Ich sterbe nicht schlecht! Hört ein! Hängst du an deinem die Kopf? Die Bombe ist nach hinten! Dir halt. Werd ich's zeigen! Wie schmeckt dir das? Nimm das! Keine Bewegung! Hast du Lust zu sterben? Bleib stehen, der Feigling! Der wird dein Tod sein! Der wird sogar durch die Bombe! Nicht schlecht! Aufstelle! Komm und teste mein Morgen! Ehrloser! Getroffen! Dir werd ich's zeigen! Such das noch mal! Krieger sein! Komm, jetzt mach die mal platt! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nun gut, ich höre Hals! Feigling! Die Bogenschützen nach hinten! Ich lasse euch nicht wieder! Dir werd ich's zeigen! Keine Bewegung! Komm, was soll's! Los, geht ihr dann eigentlich für Party ab, bitte! Komm, hast du mal Monster! Nicht schlecht! Dir werde ich so einsteigen! Nicht schlecht! Nicht schlecht! En garde! Komm und teste meinen Morgenstern! Nicht schlecht! So, Leute! Keine Bewegung! Nicht schlecht! Ich höre auf! Besser so! Mach ihn doch jetzt platt! Meine Güte! Nicht schlecht!
Der wird sich so bald nicht wieder rühren. So, endlich mal ein bisschen Ruhe da, Mann. So, du, da ist erstmal den Heilige. Los, steh auf! So ist es besser. Und dann, dass du gleich wieder darüber gehst. Oda! Keine Bewegung! Komm und teste meinen Morgenstern! Komm und teste meinen Morgenstern! Was macht ihr denn? Ich habe nichts gesehen, Sergeant. Komm und teste meinen Morgenstern! Und du willst ein Krieger sein! Kurz und schmerzlos! So muss ein Tod sein! So. Tja, das ist gleich nochmal den Heiler. Du darfst nochmal den Heiler. So ist es besser. Und noch speichern. Jetzt geht's weiter. Wer da? Die Post. Komm und teste meinen Morgenstern. Nun gut, ich höre auf. Besser so. Komm und teste meinen Morgenstern. Hebt euch zu. Komm und teste meinen Morgenstern. Der Galgen wird dein Tod sein. Warum liegt er dort? Ach so, der lebt noch. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben. Komm und teste meinen Morgenstern. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben. Es gibt Ehrlose. Versuch das nochmal. Nicht schlecht. Was macht er da? Mach auf! Nicht schlecht. Ich lasse euch in Frieden. Halt! War das alles? Ja. Gut. Wenn es sein muss. Nicht schlecht. Der ist hingefallen. Gut, gut, gut. Alles in Ordnung. Es gibt Prügel. Ja, vielleicht sollte man doch die ganze Leute umbringen. Machen wir einfach. Weil bevor die jetzt tausendmal wieder aufwachen, nehmen wir lieber nachher weniger neue Kameraden. Als dass wir uns das Leben unnötig schwer machen. Nein! Ich sterbe! So hilf! Wunsch nach einer Bewegung! Komm, schlag die Zwerge! Ehrloser! War das alles? Nicht gut. Schlecht! Oh! Nein! Ohne mich! Mann, bleib stehen! Die Frage. Ich sterbe. Wer kämpft denn da endlich noch? Och, du musst zu sterben. Schon wieder. Ehrloser. Er lebt noch. Nicht schlecht. Er lebt noch. Nein. Nein. Ich sterbe. Ich sterbe. So, jetzt mal ganze Ladung. Die soll jetzt alle mal da runter gehen. Du auch. Nicht schlecht. Der wird sich so bald nicht wieder rühren. Nun gut, ich höre auf. Oh, meine Freunde, vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Dieser Scratlock ist ein Untier. Wenn ihr wisstet, was der mir androht hat. Und bloß, weil ich seinen Namen falsch ausgesprochen habe. Ich kehre nach Lancaster zurück. Wenn ihr dort vorbeikommt, stattet uns einen Besuch ab, mir und meiner Gattin. Vielleicht können wir euch ja behilflich sein. Scheche. Ach, meine Güte. Komm zurück. Alles komm und teste meinen Morgenstern. Geh auf. Ah.
Habe ich da nicht etwas gehört? Gebt euch zu erkennen! Hurra! Ehrlos! Nicht! Nicht schlecht! Lady geht doch nur ins Zeit. Frauenkämpfe, das geht gar nicht. Der ist hingefallen. So. Und du machst jetzt hier Blatt. Du heilst den. So ist es besser. Du wächst mal die da wieder auf. Die ist nämlich Treppen angefallen. Habe ich etwas verpasst? Und dann heilst sie gleich. Ah, schon besser. Dann der Ritter. Zu Hilfe! Ich sterbe. So, jetzt hätte ich noch gerne ans Ziel kommen. So, Axel, ich glaube nämlich. Was Komm, war das? Teste meinen Morgenstern. Wir da, zeigt euch! Keine Bewegung! Gebt euch zu erkennen! Hört ein! Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben! So. Der wird sich so bald nicht wieder rühren. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben! Geldeis sammeln. Robin und Lady, bitte doch dort. Mach Stimmblatt. Da müssen wir noch hinein. Komm und teste meinen Morgenstern. Da, nimm das. Der wird sich so bald nicht wieder rühren. Dann holst du nur da oben das Geld. Da hockt zwar noch mein Ritter, wenn ich es richtig weiß, aber was soll's. Wer da? Ja, zwei Ritter. Komm und teste meinen Morgenstern. Egal, Mensch, wenn ich 5 noch kriegt, dann kriegt man die auch noch. Ehrloser. Au. Aua, aua. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Versuch das nochmal. Nicht schlecht. Der wird sich so bald nicht wieder rühren. So, Geld nehmen wir. Noch da runter. Ihr beide geht da alle rein. Hocket euch geduckt dort noch. Ein ansehnlicher Mann. Eigentlich unser aktueller Stand. Prinz John. Ein wahrer Glücksfall. Meine Freunde, dies ist die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben. In diesem Brief teilt mir Leopold mit, dass er Richard nur gegen Lösegeld freilassen wird. Und was für ein Lösegeld! Nicht weniger als 100.000 Pfund! Glaubt er im Ernst, dass ich diese Summe zahlen werde? Niemals! Mein Bruder hat mir sein Königreich überlassen und es ist meine Absicht, es wohl zu hüten. Es ist möglich, dass einige eurer Lehnsmänner eure Regentschaft nicht anerkennen werden. Besonders Sir Ranulf war Richard immer überaus treu ergeben. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass die Verbündeten meines Bruders das Lösegeld selbst aufbringen. Ich verlasse mich auf euch, mein guter Sheriff. Ich weiß, ihr seid der Aufgabe gewachsen, die ich euch anvertraut habe. Ich werde den Pöbel ausbluten lassen. Der Hunger soll sie zum Schweigen bringen und vor euch auf die Knie zwingen. Sehr gut. Doch für den Fall, dass ihr auf Widerstand stoßen solltet, Sir Scathlock, verstärkt eure Truppen. Wenn wir Gewalt einsetzen müssen, sollten wir dazu bereit sein. Nur ein Wort aus eurem Munde und meine Mannen sind bereit, mein Prinz. Es wird uns eine Freude sein, den elenden Ranulf niederzustrecken. Ich habe Befehl gegeben, die Kronjuwelen hervorzuholen, sodass meine Krönung alsbald erfolgen kann. Das königliche Zepter befindet sich bereits in meinem Besitz und wird in Kürze sicher in meinem Schloss liegen. Sobald Leopold es leid wird, auf das Lösegeld zu warten, werde ich bereit sein, den Thron zu besteigen. Trinken wir, meine Herren! Lasst uns anstoßen auf unseren baldigen König! Ein Hoch auf König John! Auf König John! Lang lebe der König! Diese Halunke, dieses Tier,
Wir müssen die Stadt auf dem schnellsten Wege verlassen und nach Sherwood zurückkehren. Oh, Robin, was sollen wir tun? Wir können doch nicht einfach zulassen, dass dieser Verräter Prinz John die Krone an sich reißt. Wir werden unsere Pflicht tun und das Königreich den Klauen dieses Verbrechers entreißen. Marianne, wir müssen uns unverzüglich an Sir Ranulph wenden. Wenn er unserem guten König Richard noch immer treu ergeben ist, werden wir uns seiner Hilfe gewiss sein können. Was das Lösegeld betrifft, so werden wir es selbst auftreiben. Kehren wir nach Sherwood zurück. Wir müssen gut vorbereitet sein. Oh, oh, oh. Der böse, böse Prinz John. Lässt er sich einfach zum Königssalbe. Ich weiß nicht, ob man das noch verhindern kann. So ist es besser. Jetzt aber rasch raus aus der Stadt. Es gibt Prügel. Wer da? Es gibt Prügel. Der ist hingefallen. Toda! Keine Bewegung! Prügel. Es gibt Prügel. Zu Hilfe! Vorwärts! Marsch! Na, brummt der so. Schädel? Wer da? Prügel. Na, zu Hilfe! Bis nach denen vorbeikommen. Hilf euch zu erkennen! Ihr werdet auch sein! Noch mal! Ja, Mann! Der ist hingefallen! Was? Wer da? Halt! Was war das? Dir werd ich's zeigen! Nimm das! Ohne mich! Ja, ruh dich nur aus! Zu Hilfe! Der ist hingefallen! Und ab nach Sherwood. Na, wenn das nicht Robin ist. Ja, ich möchte nur gehen. Prinz John ist also ein Verräter und Robin ist schon bleibt Richards einziger Freund in England. Daher fällt ihm allein auf die Aufgabe zu, das Lösegeld aufzutreiben. Sein einziger Freund, vielleicht auch nicht. Ranulph, der edle Herr von Leicester, hat sich immer als ehrlich und gerecht erwiesen. Er wird ein wertvoller Verbündeter sein. Wenn ein neuer Kamerad. Zack, und sind back in Sherwood. Sozusagen. Was geht hier? Aha, der kann besser kämpfen, die können besser schießen, das ist ja super. Der Robin kann immer nichts. Kampftechnisch. Und ja, während wir der Hannes Leben in Sherwood weiter genießen, bis zum nächsten Einsatz, wo wir dann hoffentlich die Krönung verhindern können, oder vielleicht auch später. Werden wir sehen. Aber wir machen hier wieder mal einen Cut, speichern. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, hoffentlich, wenn es dir Spaß gemacht hat. Bis dahin, mach's gut. Euer Fischda.